Hallo und willkommen zurück zu Fallout 3. Wir haben 3 Artillerien zu sprengen. 2 können wir abhaken, eine to go. Eine ist noch zu erledigen. Also machen wir das. Jetzt. Vermutlich. Ich hoffe es. Mal schauen. Ich bin guter Dinge. Die ersten beiden waren relativ problemlos. Warum sollte die dritte schwerer sein? Weil es die letzte ist. Wahrscheinlich ist das die schwerste. Aber mal schauen. Aha, wen haben wir denn da? Einen Feind. Damit habe ich nicht gerechnet. Das ändert alles. Das Geschenk von Uncle Sam. Ich habe ein Geschenk. Hört doch mal auf mich zu schießen. Die treffen auch noch so gut. Warum denn? Das ist doch gemein. Ach, Gegner in Videospielen sollten nicht treffen, finde ich. Haha. Hallo. Tja. So sieht's aus, wenn ihr euch mit mir anlegt. Wobei ich mich mit euch angelegt habe. Ihr wohnt hier quasi. Aber so sieht's aus, wenn ich mich mit euch anlege. So, was ist hier noch? Wieder ein langweiliges Radio. Und sonst nix. Ich will den Raketenwerfer. Verdammt nochmal. Ich bestehe auf meinen Raketenwerfer. Ich frage mich, wie viel ich schon übersehen habe. Wahrscheinlich lagen überall schon irgendwie 100 Raketenwerfer. Und ich hätte einfach nur mal genauer gucken müssen. Sonst wäre es komisch, dass mir das Spiel so viele Raketen um die Ohren wirft. Geschütz. Sprengen wir dieses Ding von der Landkarte. Okay. Wir müssen hier schnell weg, bevor es explodiert. Weil sonst haben wir ein Problem. Glaube ich. Hä? Was? Wer denn? Wo denn? Wie denn? Was denn? Ich sehe niemanden. Auch nicht auf dem Radar. Ah, da? Hä? Da drüben! Da drüben! Schnappt sie euch! Was? Wo denn? Ich weiß überhaupt nicht, von was du redest. Ah, die sind alle verrückt hier. Also, wir haben es geschafft. Was machen wir jetzt? Sich bei General Chase im US-Einsatzhauptquartier melden. Oh oh, ich glaube, wir werden ohnmächtig. Tja, dann wird das wohl nichts mit dem im Hauptquartier melden. Ich glaube, wir sind jetzt Gefangene. Teleportation! Hallo. Beeindruckende Arbeit mit diesen Geschützen. Wirklich sehr beeindruckend. Meinst du jetzt das Teleportieren, oder? Ich bin auch beeindruckt. Ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Danke, Sir. Sie brauchen mir nicht zu danken. Ich erkenne einen Soldaten aus echtem Schrot und Korn, wenn ich einen sehe. Und deshalb habe ich Sie geschickt. Während ihr dort oben in den Bergen herumgeklettert seid, haben wir hier unten leider ordentlich was hinter die Ohren bekommen. Die Chinesen beschlossen, unser Hauptquartier für Zielübungen zu benutzen und hätten uns fast in Stücke geschossen. Wir haben ein paar gute Männer verloren, darunter auch Colonel Patterson, den Kommandeur meines Einsatzteams. Nein, nicht Colonel Patterson. Kann ich irgendetwas für Sie tun, Sir? Ich habe Sie nicht holen lassen, um mit Ihnen zu plaudern und gemütlich eine Zigarre zu rauchen. Sie sind da, weil Sie eine Beförderung verdient haben. Yes. Ab sofort übernehmen Sie die Leitung von Pattersons Einsatzteam. Aber bevor Sie mir danken, hören Sie sich lieber an, worum es bei Ihrer Mission geht. Wie lauten die Befehle, Sir? Zwischen uns und dem chinesischen Hauptquartier liegen 3 harte Ziele. Und genau dafür brauchen wir Ihr Einsatzteam. Folgen Sie mir zur strategischen Karte, dann kann ich Ihnen die letzten Entwicklungen erklären. Langweilig. Folgen Sie mir zur strategischen Karte. Ah, okay, wir stehen direkt daneben. Das war leicht. Gibt hier irgendwas für mich zu plündern? Vermutlich nicht, oder? Oh, ein Holotape. Ein Holotape. Mir geht es gut. Die sind leider alle nur zum Lesen und nicht zum Anhören. Ich hasse Lesen. Guck mal, ein Psycho liegt hier tatsächlich doch auch rum. Ein Computer? 2 Computer? Ha. Sturmgruppenpack. Was? Nahkampfpack. Nahkampfpack. Heckenschützenpack. Was ist denn das alles? Ich glaube, ich muss mal auf irgendwas drücken.
Ich gehe mal auf. Weiß ich nicht. Gibt's kein Energiewaffenpack? Ich gehe mal auf schwere Waffenpack. Aha, kann ich da mein Ausrüstungspaket verändern? Oder wie? Da sollten wir vielleicht nachher mal nachschauen. Ich weiß nämlich nicht genau, was das heißt. Rekrutierungsmarkierungen erforderlich. Was? Ich verstehe überhaupt nichts. Einheitsbeschreibungen. Infanterist, Grenadier, Raketeneinheit, Heckenschütze, Mr. Gatti, Wachbot. Wachbot. Maschinierter Einheitstyp, wintertauglicher Wachbot. Waffen, Standard-Minigun, Standard-Raketenwerfer. Cool. Schlüssi, Tschüssi. Und jetzt schaue ich hier nochmal. Ich muss mal kurz gucken mit diesem Packs. Das hat mich Ausrüstungspack ändern. Quartiermeister aufsuchen. Nahkampfpaket. Ein Sturmgewehr, ein Kampfmesser, 12 Splittergranaten. Heckenschützenpaket. Eine Powerfaust. Haha. 10mm Pistole, Kampfflinte, Splittergranate, Splittermine. Heckenschützenpaket. Ein Heckenschützengewehr, eine 10mm Pistole oder das schwere Waffenpaket. Ein Raketenwerfer und eine 10mm Maschinenpistole. Na gut, nichts mit Energiewaffen für mich. Blöd. Schade. Für was war ich gerade stundenlang im Alienschiff und habe mit Energiewaffen trainiert? Ach so, du wolltest mir irgendwas erzählen an deiner schönen Karte. Dann red mal. Erzähl mal. Hallo? Ich bin hier jetzt. Ach so, wartet mal. Schön. Oh. Hören Sie gut zu, Soldat. Ich werde das nur ein einziges Mal durchgehen. Hier unten haben wir unser neues Hauptquartier eingerichtet. Seitdem die Artillerie weg ist, ist die Gegend hier ziemlich sicher. Das erste der drei Ziele, um die wir uns kümmern müssen, ist das Chimärendepot dort drüben. Rücken Sie äußerst vorsichtig vor, denn Sie müssen auf dem Weg das feindliche Lager durchqueren. Sobald Sie in das Depot eingedrungen sind, müssen Sie beide Hauptbenzintanks zerstören. Ihr zweites Ziel liegt auf der anderen Seite. Die Chinesen haben am Kellyway Ridge einen Lauschposten eingerichtet. Auf dem Weg dorthin gibt es einige verlassene Minen. Halten Sie also Augen und Ohren offen, denn die bieten sich förmlich an für einen Hinterhalt. Sie müssen das gesamte Personal dieser Anlage eliminieren, damit unser Nachrichtendienst hinein kann, um mit der Entschlüsselung zu beginnen. Wenn die ersten beiden Ziele ausgeschaltet sind, bleibt nur noch dieses verdammte Impulsfeld. Sie müssen durch und eine Überlastung des Felds herbeiführen, damit unsere T-51B dort aufräumen können. Und noch was. Falls Ihnen Ihr Leben lieb ist, dann nähern Sie sich dem Feld erst, nachdem Sie Ziel 1 und 2 ausgeschaltet haben. Ihr Mann für Operation Anchorage ist Lieutenant Morgan. Alles Weitere bekommen Sie also von ihm. Amerika hat viel Geld investiert, um Sie zu einer Mordmaschine zu machen. Die Zeit ist gekommen, sich dafür zu revanchieren. Abtreten! Was? Ich nehme hier mal noch Psycho, ne? So, ich habe nicht zugehört. Morgen. Aufklärung und Logistik. Könntest du es nochmal erklären? Ziele, Sie schießen. Sie leisten ganze Arbeit, Soldat. Weiter so. Was? Hallo? Wer? Hallo! Sie sind also der Anführer von Pattersons Selbstmordkommando, was? Weiß ich nicht. Anscheinend. Was habe ich bekommen? 2 Sprengschätze. Was? Hä? Sehr lustig, Lieutenant. Hey, das Einzige, was mich in dieser Gefriertruhe hier draußen warm hält, ist mein Sinn für Humor. Auf jeden Fall bin ich hier, um Ihnen zu helfen, was Aufklärung und Logistik betrifft. Ich bin Ihr Mann, wenn Sie irgendwas brauchen sollten. Ich brauche eine Energiewaffe. Und zwar jetzt. Dieses Einsatzteam. Ich habe noch nie Soldaten geführt. Machen Sie sich keine Sorgen. Sergeant Montgomery wird Ihr Truppenkommandant sein. Er kennt das Team in- und auswendig. Falls Sie irgendetwas brauchen, zum Beispiel Verstärkung oder Statusberichte, dann reden Sie einfach mit ihm. Was kann ich sonst noch für Sie tun, bevor Sie ausrücken? Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich brauche neue Ausrüstung. Können Sie mir welche geben? Ja, das wird gehen. Benutzen Sie einfach das Anforderungsterminal hier im Kommandozelt. Suchen Sie sich aus, was Sie brauchen, dann gibt das Terminal ein Anforderungsband aus. Bringen Sie das zum Quartiermeister und Sie kriegen alles. Die Regierung scheint diesen Papierkram wirklich heiß zu lieben, nicht wahr? Okay, ich brauche Informationen über meine Ziele. Klar, was wollen Sie wissen? Keine Ahnung.
Chimären Depot. Ja? Weiß ich ja auch nicht genau. Was ist eine Chimäre eigentlich? Ist doch irgendwas aus der griechischen Mythologie, ne? Hallo? Ah, okay. Nein, diese Antwortoption gibt's für uns nicht. Ach so doch. Einfach gesagt ist sie ein zweckentfremdetes Minenfahrzeug, das zu einem Panzer umgerüstet wurde. Weit größer und robuster als jeder unserer Panzer. Die Chinesen haben das Fahrzeug mit massenhaft Waffen bestückt, die Panzerung verstärkt und es für Langstrecke ausgerüstet. Ach was, die alten Griechen hatten schon Minenfahrzeuge, Räumfahrzeuge. Interessant. Wie zerstöre ich denn die Benzintanks? Nehmen Sie die Sprengsätze, die ich Ihnen gegeben habe, und finden Sie die beiden Benzintanks. Machen Sie sie fest und bumm, Kinderspiel. Aber bewundern Sie Ihre Arbeit besser aus gebührender Entfernung. Der Feuerball würde Ihnen wahrscheinlich den Kopf abreißen. Was, ich soll die Benzintanks festmachen? Aneinander oder wie? Wozu soll ich das Depot denn ausschalten? Was denn? Was? Was ist denn das für eine blöde Frage, damit die keine Panzer mehr haben? Aber ich frage sie trotzdem. Also, wozu soll denn das Chimären-Depot ausgeschaltet werden? Ich weiß es nämlich nicht. Naja, wenn ich wie Sie quer über das Hauptschlachtfeld rennen müsste, wäre ich umso glücklicher, je weniger dieser Monster auf mich ballern können. Wenn Sie das Depot zerstören, können die Dinger nicht mehr nachrüsten und auftanken. Wenn nicht, machen Sie Hackfleisch aus Ihnen und Ihrer Truppe. Ach was. Okay, ich möchte noch zu einem anderen Ziel Fragen stellen. Lieutenant Morgan. Natürlich. Und zwar Lauschposten. Sag mir was zum Lauschposten. Fahren Sie fort. Wie kann ich denn diesen Lauschposten unter Anführungsstrichen sichern? Im Grunde müssen Sie das gesamte Personal eliminieren und den Posten für die gefahrlose Besetzung durch unsere Truppen sicher machen. Das wird allerdings ein ziemliches Katz-und-Maus-Spiel, weil Sie die ganze Anlage durchsuchen und jeden von Ihnen einzeln erwischen müssen. Womit muss ich im Inneren des Postens denn rechnen? Die Chinesen haben ein Kommandoteam, das sie die Roten Dragoner nennen. Das sind so ziemlich die besten Soldaten, die sie haben. Dieser Lauschposten ist voll von diesen Sondereinheiten. Seien Sie da drinnen extrem vorsichtig. Die werden Ihren Posten nicht so leicht aufgeben. Wenn sonst nichts ist. Und warum? Warum das Ganze? Das weiß ich nun wirklich nicht. Warum eigentlich? Die chinesische Armee nutzt den Lauschposten nicht nur, um unsere Truppen zu lokalisieren und Daten weiterzugeben, sondern auch zur Luftraumkontrolle. Wenn wir diese Anlage einnehmen, können wir sie daran hindern, uns bei jeder Gelegenheit gnadenlos zu bombardieren. Klingt sinnvoll. Dann noch eine andere Frage. Natürlich. Wegen diesem Impulsfeld. Ich weiß nicht mal, was das ist. Was wollen Sie wissen? Wie schon gesagt, ich weiß nicht mal, was das ist. Nun, es erzeugt ein lokales elektromagnetisches Impulsraster, das die Schaltkreise jedes Geräts lahmlegt, das es durchquert. Das Einzige, was Ihre Verteidigung durchbrechen kann, sind unsere T-51B. Es dürfte also klar sein, worin unser Problem besteht. Wir haben nicht genug T-51Bs oder sowas? Wie soll ich denn zerstören? Die Chinesen haben irgendwo hinter den Sendern einen Bunker angelegt, von dem aus sie das Areal überblicken. Ein Bediener im Bunker kann das Feld deaktivieren, damit ihre eigenen Leute es unbeschadet durchqueren können. Wenn sie es in den Bunker schaffen, könnten sie eine Überlastung des Felds herbeiführen und es permanent lahmlegen. Aha, als er gesagt hat, ein Bediener im Bunker, musste ich sofort an einen Soldaten denken, der über seine Camouflage-Klamotten so einen Smoking anhat und so wie so weiße Handschuhe und wie so ein Butler dasteht neben so einem Knopf. Und dann kriegt er den Befehl zum Feuern und dann sagt er, sowohl, Sir, und drückt auf den Knopf. Wegen Diener irgendwie. Bediener klingt irgendwie so nach. Ist das mein letztes Ziel? Darf ich dann heimgehen? Ja, sobald Sie das Impulsfeld lahmlegen, schicken wir unseren T-51B-Stoßtrupp los. Der durchbricht Ihren Abwehrriegel und wir stehen vor der Zentrale. Mein Abwehrriegel? Warum wird der durchbrochen? Ich will den vielleicht alleine essen. Ich habe noch andere Fragen. Natürlich. Ich habe gelogen. Ich habe gar keine anderen Fragen. Ich will über was anderes reden. In Ordnung. Ich bin für Sie da. Zum Beispiel mein Einsatzteam. Was ist mit dem? Gut, dafür bin ich doch da. Wie stelle ich mir denn so ein Einsatzteam zusammen?
Das hat ihnen Uncle Sam ganz einfach gemacht. Sie müssen lediglich Pattersons Terminal hier im Kommandozelt benutzen. Verwenden Sie die Rekrutierungsmarkierungen, die ich Ihnen gegeben habe, und wählen Sie Ihre Teammitglieder so aus, wie Sie es für richtig halten. Gehen Sie dann raus zur Kaserne, wo Ihre Einheiten einsatzbereit auf Sie warten werden. Ach, das ist ja cool. Suche ich mir jetzt wirklich ein Team zusammen mit Ausrüstung und allem. Das ist ja fast wie ein Fallout Tactics damals. Und kann ich nicht einfach gleich einen Riesenhaufen Leute mitnehmen und dann überwalzen wir einfach alles? Auf keinen Fall. Je größer Ihr Einsatzteam, desto leichter erwischen euch die Chinesen mit ihren Sensoren. Klein, aber fein, wie man so schön sagt. Die Rekrutierungsmarkierungen, die ich Ihnen gegeben habe, werden eine Größe für Ihr Team empfehlen, damit Sie möglichst wenig auffallen. Einfach gesagt, wenn Sie einen großen, schweren Roboter wählen, haben Sie kaum noch Platz für weitere Einheiten. Sie haben die Wahl. Ich kann den großen, schweren Roboter wählen? Cool. Und was ist, wenn ein Mitglied meines Einsatzteams stirbt? Sie können jederzeit mit dem Truppführer Ihres Einsatzteams reden und eine neue Einheit anfordern, falls Sie eine verloren haben. Das ist aber nicht so nett. Wir sollten jeden Einzelnen achten und respektieren als Individuum und nicht einfach ersetzen. Themawechsel. In Ordnung, ich bin für Sie da. Aufklärungsbericht. Her damit. Das ist mein Fachgebiet. Über welches Ziel brauchen Sie denn einen Bericht? Weiß ich doch nicht. Hier, Chimärendepot. Los. Sie müssen zwei Benzintanks zerstören. Ach was. Der eine steht im mittleren Hof der Anlage und der andere in der Nähe des Tors an der Rückseite. Das ist eine harte Nuss. Da sind nicht nur die Chimären, mit denen Sie fertig werden müssen, sondern auch noch eine Menge Infanteristen. Wisst ihr, was voll gut gewesen wäre? Hätten wir doch nur irgendwie drei Artillerien, die wir abfeuern könnten, um das Depot aus der Entfernung zu zerstören. Das wäre so gut, wenn wir doch nur irgendwie zwei Leute da oben gehabt hätten, die alles übernehmen hätten können, anstatt alles in die Luft zu sprengen. Das wäre echt gut gewesen, ne? Aber naja, man kann nicht immer alles haben. Was mit dem Lauschposten? Oh, der ist wie ein Bienenstock voller Honig, das können Sie mir glauben. Da schwärmen nicht nur normale Bodentruppen rum, sondern sie haben da auch ihre besten Männer stationiert. Die Roten Dragoner. Wie ich gehört habe, kommen die Typen direkt aus dem Mutterleib auf den Übungsplatz. Passen Sie also auf. Sie hatten mich schon bei Honig überzeugt, dass ich das machen werde. Aber wehe, ich finde da drin keinen Honig. Dann gibt's Probleme. Und jetzt kommen wir zum Impulsfeld. Ich kann mir immer noch nicht genau vorstellen, was da überhaupt los ist. Das Problem da draußen ist nicht das Feld selbst. Ich meine, Sie sind ja sicher nicht so blöd, da draußen Roboter mit sich herumzuschleppen. Nein, natürlich nicht. Dort ja. Von Ihren Tarneinheiten, diesen roten Dragonern. Wenn Sie irgendeine Bewegung sehen, schießen Sie und stellen Sie Ihre Fragen erst danach. Sonst war es das Letzte, was Sie je gesehen haben. Ich wollte eigentlich Roboter mitnehmen, aber nicht zum Impulsfeld, ich verstehe schon. Na gut, Themawechsel. In Ordnung, ich bin für Sie da. Danke. Auf Wiedersehen. Legen Sie für Patterson und all die anderen Gefallenen ein paar von diesem Kommunistenpack um. Halt die Klappe. Gewalt erzeugt gegen Gewalt. Hat man dir das nicht erklärt? Ich hätte gerne Einheit 1. Die ist leer. Infanterist, Grenadier, Raketeneinheit, Heckenschütze. Ich will einen Wachbot. 4 Markierungen kostet der. Und wie viel habe ich? Ich will auf jeden Fall einen Wachbot. So. Und? Oh, jetzt habe ich nur noch eine Markierung anscheinend. Und einen Grenadier. Was ist für ein Feuerwerk? Kann ich noch einen dritten? Nee, geht nicht. Schade. Na dann. Team übernehmen. Mit Stuart Montgomery sprechen. Mit Sergeant, nicht mit Stuart, damit er irgendwas machen kann. Danke. Jetzt würde ich hier gerne nochmal gucken, aber habe ich mich jetzt schon für meine Klasse entschieden vorher? Ausrüstungspaket ändern, Quartiermeister aufsuchen. Ja, scheinbar. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich genommen habe, aber irgendwas habe ich scheinbar genommen, versehentlich. Müssen wir dann mal gucken. In der nächsten Folge schauen wir uns unser Team an, holen uns unsere Ausrüstung und dann... Ach, das gefällt mir. Das ist ja echt mal cool. Die haben sich ja echt Gedanken gemacht. Ist schön. Cool. Gefällt mir. Gut, beim nächsten Mal starten wir. Macht's gut. Bis dann. Ciao.